Hallo, es ist jetzt hier der vierte Morgen hier, glaube ich. Ich kann nicht zählen. Auf jeden Fall machen wir heute eine Walking-Tour durch das jüdische Viertel und sind schon sehr gespannt, was wir da alles sehen werden. Es ist wieder sehr schönes Wetter. Es sind viele Leute hier und ich glaube, es wird ganz interessant. Und wir nehmen euch da natürlich wieder ein bisschen mit. Viel Spaß! Tschüss! Tour hier durch das jüdische Viertel beendet. Ich habe das ein bisschen für euch gefilmt. Ich hoffe, daraus ist was geworden. Wir waren jetzt gerade noch im Szimplet, in der größten Ruinenbar hier in Budapest, für die sie auch, die Stadt ist sehr bekannt dafür. Also ich fand die Tour super cool. Ja, ich ja auch. Ich habe sehr viel gelernt, was ich nicht wusste, über like Geschichte. Genau. Hast du gesagt, das ist eine jüdische Geschichte? Genau, genau. Oh, what's up? Das war, also ich fand es super cool. Ich habe, wie gesagt, viel gelernt, was ich auch nicht wusste, über die Geschichte von Budapest hier, über die jüdische Gemeinschaft hier auch. Und jetzt ist es langsam Zeit fürs Mittagessen. Oh ja, mein Bauch ist immer. Ja, und wir sind jetzt auf dem Weg, ich glaube hier lang, wir sind auf dem Weg zum Vintage Garden Restaurant, das früher mal ein Alice im Wunderland Thema hatte. Jetzt leider nicht mehr, aber es sieht immer noch sehr schön aus. Wir sind gerade eben auch schon dran vorbeigelaufen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir dieses Restaurant gefunden haben und hoffentlich was essen können. Yes! Tschüss! Wir waren jetzt im Vintage Garden essen, was ihr hoffentlich gesehen habt, wenn ich es richtig schneide. Wir laufen jetzt zu einer kleineren Synagoge. Wir gehen nicht in die große Synagoge, weil unser Guide hat uns gesagt, dass hier die orthodoxe Synagoge viel schöner ist. Darum gehen wir jetzt hier rein, oder wir versuchen mal, ob wir reinkommen, weil ich glaube, wir sind
nicht ganz synagogengerecht angezogen mit den Schultern und so. Aber wir gucken mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss! Wir waren jetzt in der orthodoxen Synagoge in Budapest. Ich durfte da auch ein bisschen filmen, was ich sehr nett fand. Kommen wir hier raus? Nein, 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 wir drehen um. Wir sind jetzt nämlich gerade auf dem Hinterhof. Und ich finde das super beeindruckend. Die Synagoge sieht von außen, sieht sie aus wie ein ganz normales Blockgebäude. Aber innen drin ist sie super schön. Und der nette Mann am Eingang war auch so lieb und hat uns mit Schals ausgestattet, damit wir auch in die Synagoge rein durften, denn wie ich vermutet hatte, mit unseren entblößten Schultern dürfen wir da eigentlich gar nicht rein. Danke nochmal dafür. Wow, Sonne, wow. Chill mal. Wow. Ui, Schatten, chill mal. Ja, der Plan für jetzt ist eigentlich so Shopping bisschen. Ich meine, wir haben einige Läden gesehen, dort also vom Startpunkt der Tour. Genau, und wir gehen da jetzt mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Uns nimmt es vor allem Wunder, wie die Preisverhältnisse genau, sind. Genau, ob das ähnlich ist wie bei uns in der Schweiz, ob dieselben Läden... Also, sauteuer. Ja, ob dieselben Läden ein bisschen günstiger sind als die anderen, und das werden wir dann sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch. Wir laufen jetzt nämlich eine Weile. Tschüss! Wir waren jetzt erfolgreich einkaufen und befinden uns auf dem Weg nach Hause in unser Airbnb, das ich euch, ich weiß, immer noch nicht gezeigt habe, aber versprochen, das mache ich heute noch, sobald wir gepackt haben und das bisschen vorzeigbar aussieht. Der Plan ist jetzt eben nach Hause, ein bisschen packen, uns überlegen, wo man sich hier gut eine Pizza bestellen kann und ja, dann glaube ich so ein bisschen gemütlichen Abend zu Hause. Wir sind beide nicht so die Ausgehtiere hier. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal in der Wohnung wieder. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt mal. Und ja, tschüss! So, es ist jetzt der letzte Morgen hier in Budapest. Wir machen uns langsam auf den Weg nochmal zur Matthiaskirche und dann zum Busbahnhof. Aber ich habe ja versprochen, ich zeige euch unsere Wohnung hier noch. Und das machen wir jetzt, denn wir haben aufgeräumt und sie ist vorzeigbar. Darum Roomtour! Okay, also man kommt rein, dann hat man hier eine kleine Küche, die wir einmal benutzt haben, um Nudeln zu kochen. Dann geht man hier durch und kommt in... kommt in die eigentliche Wohnung mit zwei leeren Pizzakartons und mir. Hallo, hallo. Genau, dann ist hier ein Schrank, den wir nicht benutzt haben, ein Bett, in dem wir geschlafen haben, dann eine Ronja auf einem Sofa und das sind die Fenster, an die ganz oft geklopft wurde. So, dann gibt es hier noch ein winziges kleines Badezimmer, ist alles nicht so interessant. Aber es hat gute Dienste getan, diese paar Tage. Und ja, wir gehen jetzt. Aber das war die Wohnung.
hier bei der Matthiaskirche angekommen und haben unsere Tickets gekauft und wir suchen jetzt gerade den Eingang. Man würde denken, das ist bei einer Kirche nicht so schwierig, aber wir sind gleich einmal rundherum gelaufen und da ist kein Eingang. Also mal gucken, ob wir noch reinfinden. Ich hoffe es sehr stark. Und dann würde ich sagen, gucke ich mal, dass ich hoffentlich ein bisschen drinne filmen darf. Und dann zeige ich euch mal, wie die hübsche Matthiaskirche von innen so aussieht. Bis später! Raus aus der Matthiaskirche. Ich habe eine ganze Menge filmen können, was sehr nice war. Und die Kirche ist echt super pompös. Also alles ist mit Gold bemalt und die Decken auch. Und ihr habt es ja gesehen bis jetzt. Aber ich fand es sehr spannend, auch weil da Sissi und Franz gekrönt wurden. Und da gab es eine ziemliche Ausstellung drüber und das fand ich sehr spannend, weil als Kind habe ich Sissi unfassbar geliebt. Ich war obsessed mit ihr. Und ja, jetzt schlendern wir hier noch ein bisschen so, was ist das, so ein bisschen Altstadtviertel oder so. Gucken mal, was wir noch finden. Überlegen, wo wir uns was zum Abendessen kaufen können. Denn wir fahren ja heute über Nacht nach Hause. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es was Spannendes gibt. Oder? Ach, also. Wir haben jetzt zum Mittag gegessen, was ihr ja gesehen habt. Es war sehr lecker, aber auch sehr viel. Ich bin voll. Wir machen uns jetzt zurück auf den Weg in die Stadt und dann werden wir mal gucken, wo wir was zu essen finden für unsere lange Busfahrt nach Hause. Und ja, mal gucken, wie das so wird. Ich bin gespannt, ob wir was finden, was nicht Chips oder ein hässliches Sandwich ist. Ich bezweifle es noch ein bisschen, aber naja. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir unten in der Stadt angekommen sind. Und bis dahin läuft Ronja in einem Vlog. Und ich sage, ciao.